Abschlussveranstaltung der Service-WM in Starnberg. Im Kloster Andechs trafen sich am Dienstagabend Firmen- und Unternehmensbesitzer, Dienstleister und andere Anbieter, die Wert auf einen guten Service und zufriedene Kunden legen. Wir sind immer bemüht, dass wir das Beste für unsere Kunden geben. Wir haben mitgemacht, damit wir uns verbessern und einfach reflektiert werden. Insgesamt 49 Firmen haben in der Region Starnberg an der Service-Weltmeisterschaft teilgenommen und sich über mehrere Monate von ihren Kunden bewerten lassen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Viele Regionen in Bayern erreichen bei diesen Wettbewerben einen sehr hohen Index. Das liegt zum einen mit Sicherheit daran, dass Servicequalität einen hohen Stellenwert hat, aber auch, dass die Kundinnen und Kunden in unseren Regionen an die Unternehmen glauben, dass sie Service so definieren, wie das die Kunden letztendlich ihnen auch bieten. Das heißt, da ist eine gegenseitige Zufriedenheit oder vielleicht sogar Begeisterung da. Die Höchstpunktzahl für Kundenzufriedenheit ging dieses Mal an Christine Korf aus der Naturheilpraxis für Haut und Gesundheit in Starnberg. Ihr Geheimrezept? Ich denke mal einfach Freundlichkeit und ich nehme mich jedem Kunden also persönlich an. Ich versuche mich einzufühlen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Firmen, Unternehmen und Dienstleister, die an der Service-WM teilgenommen haben, haben nun die beste Grundlage für gute zukünftige Geschäfte und zufriedene Kunden.